die Debatte hat ja zwei Ursachen. Einmal, dass wir feststellen, dass Gewaltdelikte, Beleidigungen gegen Polizisten und Ähnliches durch alkoholisierte Menschen zugenommen haben. Ja? Und dass wir natürlich aus verschiedensten Gründen das nicht weiter zuschauen können. Das war die eine Quelle. Die andere ist, dass wir natürlich die öffentlichen Räume unserer Innenstädte schützen müssen. Am deutlichsten war, dass die Kommunen, aber auch die Polizei sehr, sehr einmütig und deutlich sich für ein Alkoholverbotsermöglichung, sagen wir, also dass wir den Kommunen als solch eine Möglichkeit geben, weiterhin ausgesprochen haben mit großer Einmütigkeit. Und sie waren eigentlich der Ansicht, dass die sonstigen Maßnahmen alle doch auch ausgeschöpft wurden. Von der CDU kam der Vorschlag, dass wir diese Möglichkeiten, Alkoholkonsumverbote auszusprechen, dass wir das modellhaft machen sollen und begrenzt, zeitlich begrenzt und modellhaft, um es dann evaluieren zu können. Dann hatten wir den Vorschlag aus Tübingen, der im Kern vorsieht, dass das Polizeigesetz um ein Verbot ergänzt wird, sich an bestimmten Orten für eine bestimmte Zeit aufzuhalten, dass das gegenüber alkoholisierten, auffälligen Personen eingesetzt werden kann. Der Innenminister hat eine Prüfung zugesagt. Es wurden aber auch dagegen verfassungsrechtliche und polizeipragmatische Einwände schon formuliert. Aber das wird noch mal sorgfältig geprüft. Weitere Vorschläge waren zum Beispiel, wieder Sperrzeiten einzuführen. Auch das werden wir sorgfältig prüfen. Schließlich geht es noch mal darum, die Möglichkeiten, die wir heute schon haben, im Polizeigesetz, im Ordnungswidrigkeitengesetz, ja, aber auch Maßnahmen, die die Kommunen ergreifen können, wofür sie verantwortlich sind, wie etwa die Abgabe von Alkohol scharf zu kontrollieren. Und schließlich das auch mit den Präventionsmaßnahmen zu verbinden. Also auch da besteht die Möglichkeit, dass wir nochmal schauen, welche sind da eigentlich die wichtigsten Instrumente und dass man die auch mal durchgreifend sozusagen anwendet, um all das jetzt ernsthaft zu prüfen. Haben wir vereinbart, dass wir eine Arbeitsgruppe einrichten. Dazu wird der Innenminister Gall gleich etwas sagen. Die Runde war sich im Prinzip einig, dass es kein Patentrezept gibt, wie wir diesen Alkoholexzessen im öffentlichen Raum begegnen können, sondern dass es ein Bündel von Maßnahmen sein muss. Wir waren uns jetzt wirklich einig, dass wir bei dem Thema alle Verantwortung zu übernehmen haben, dass es schwarze Peterspiele nicht mehr geben kann, dass es auch nicht damit getan ist, dass wir irgendetwas ins Gesetz hineinnehmen oder dass wir im Gesetz Optionen eröffnen, Möglichkeiten schaffen, sondern dass es in der Praktikabilität, in der Lebenswirklichkeit auch anwendbar und vollziehbar ist. Aber das werden wir, wie gesagt, in der Tiefe noch einmal einer Überprüfung unterziehen, weil wir alles, was an Vorschlägen kommt, tatsächlich ernsthaft in Erwägung ziehen, um dann zu entscheiden, ist es realisierbar oder ist es nicht.